Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem ersten Review-Video auf rangesclear.com, Reviews, Tutorials and more. Für unser erstes Review-Video haben wir uns für die CZ2075 Rami entschieden. Mehr dazu nach unserem Intro. Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem ersten Review-Video. Ich möchte euch heute einiges über die CZ2075 Rami erzählen. Die CZ2075 Rami ist prinzipiell baugleich der CZ75, wurde bereits 2006 entwickelt und dann schlussendlich 2007 auf der IWA präsentiert. Wie hat die CZ2075 Rami eigentlich ihren Namen bekommen? Relativ einfach erklärt. Sie hat einfach die beiden Anfangsbuchstaben der Nachnamen ihrer Konstrukteure erhalten, denn diese waren der Radek Hauerland und Milan Trekulja. Bevor ich euch nun mehr über die CZ2075 Rami erzähle, machen wir unseren obligatorischen Sicherheitscheck. Kammer ist leer, wir haben sie leer abgeschlagen. Nun kann ich euch ein wenig mehr darüber erzählen. Die CZ2075 Rami ist vom Ursprungsgedanken und der Technologie her ähnlich der CZ75. Grundidee der Entwicklung der 2075 Rami war, für all diejenigen, denen eine CZ75 oder bauähnliche Pistolen zu klobig, zu groß, zu dick ist, eine kompakte, einfache Version mit allen Vorzügen der CZ75 zu entwickeln. Getreu ihrer Ursprungsentwicklung für das verdeckte Tragen führe auch ich persönlich diese Waffe sehr gerne, muss aber jedoch ehrlicherweise sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch über die Verwendung der Waffe, da sie doch eine Ganzsteilwaffe ist und dadurch ein etwas höheres Gewicht als vergleichbare Waffen wie beispielsweise die Smith & Wesson M&P-Serie hat. Jedoch kann ich euch nach einem Jahr Erfahrung berichten, sehr angenehm zu führen, sehr angenehm zu tragen und vor allem man hat eines, man hat alle Vorzüge der CZ75, Abzugsverhalten, Zuverlässigkeit und auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Zubehörteilen. So, nun zu den Hard Facts der Rami. Die Rami prinzipiell ist erhältlich in zwei Varianten, der Standardvariante, so wie wir sie hier sehen, mit Manual Safety oder auch in der Variante CZ2075 Tora Rami. Das Tora steht an dieser Stelle für die Cocker, wobei wir hier anstelle des Manual Safety Flügels einen Decocker installiert haben. Mit dem Standardmagazin weist die Rami eine Gesamtbauhöhe von 120 mm auf. Bei den montierten Griffverlängerungen und gleichzeitig Magazinverlängerung haben wir nochmal ca. 3 cm mehr. Insgesamt weist die Waffe eine Gesamtlänge von 168 mm auf bei einem 3 Zoll Lauf. Ebenso bei beiden Varianten erhältlich die nachleuchtende Visierung. Gewichtsmäßig kommt die Rami auf rund 695 Gramm, natürlich hier ohne angefüllten Magazin. Da wir in der glücklichen Lage sind, unsere Review- und Tutorial-Videos in unserer eigenen Schießanlage drehen zu können, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das vorgestellte Equipment auch gleich vor Ort zu testen. Um euch die Vorzüge der Rami und auch das perfekte Schießverhalten trotz kompakter Bauweise demonstrieren zu können, werden wir die Waffe jetzt im Anschluss auch gleich probeschießen. Zum Thema Munitionsauswahl haben wir ja bereits auf unserer Website einen ausführlichen Review online gestellt. So verwende ich auch hier die Federal 150 Grain HST, welche speziell für Microguns entwickelt worden ist. Hier sehr schön zu sehen, das 14-Schuss-Magazin. Die Waffe wird prinzipiell mit einem 10-Schuss- und einem 14-Schuss-Magazin ausgeliefert. Der Vorteil des 14-Schuss-Magazins ist die Griffverlängerung, welche für sehr klobige Hände gut geeignet ist. So, nun können wir auch schon zum Schießen übergehen. Wie bereits eingangs erwähnt, besitzt die Waffe sowohl einen Double-Action- als auch einen Single-Action-Modus. Starten möchte ich jetzt natürlich mit dem Double-Action-Modus, da dies im Normalfall der Ladezustand der Waffe ist, wenn man die Waffe führt. Wie man bereits jetzt erkennen kann, perfektes Rückstoßverhalten, liegt sehr, sehr gut in der Hand. Wie gut das Ganze liegt, möchte ich euch nun mit den restlichen 12 Schuss im Single-Action-Modus demonstrieren. Thank you.
Out of the Box wird die Rami mit Gummigriffschalen ausgeliefert. Hier seht ihr jedoch, dass wir Aluminiumgriffschalen montiert haben. Ebenso haben wir auch den Competition Hammer verbaut. Beide Bauteile sind über www.luckydelta.com erhältlich. Im Zerlegen in die Hauptbestandteile unterscheidet sich die Rami kaum der CZ75. Wir starten wie jedes Mal mit unserem Sicherheitscheck, haben festgestellt, die Waffe ist leer. Um den Verschlussfanghebel hinauszubekommen, wie bei der CZ75, die Waffe den Verschluss ein Stück zurückziehen, am besten das Magazin und den Magazinboden zu Hilfe nehmen und den Verschlussfanghebel auf die gegenüberliegende Seite drücken. Anschließend kann man den Verschluss vom Griffstück lösen und wir haben hier jetzt einmal die zwei Hauptbestandteile, Verschluss und Griffstück, anschließend Federführungsstange und auch Lauf entnehmen und wir haben die Waffe in ihre drei Hauptbestandteile zerlegt. Nachdem wir die Waffe dann anschließend gereinigt haben, bauen wir die Waffe wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen. Wir setzen den Lauf in den Verschluss ein, nehmen die Federführungsstange, setzen diese ebenfalls auf, anschließend den Verschluss in die Führungsschienen des Griffstückes einführen und den Verschlussfanghebel wieder einsetzen. Auch hier empfiehlt es sich, den Verschluss ein Stück nach hinten zu ziehen. Kurzer Funktionstest und wir haben festgestellt, unsere Rami ist wieder einsatzbereit. Ja, ich hoffe, wir konnten euch die CZ2075 Rami nun ein wenig näher bringen. Mir ist sie mittlerweile sehr ans Herz gewachsen, führe sie extrem gerne, schieße auch sehr gerne damit und bin äußerst zufrieden mit ihr. Kurze Vorausschau noch auf kommende Videos. Wir haben bereits angekündigt, auch in Zukunft sehr, sehr viele Reviews und Tutorials online zu stellen. Eines unserer ersten Tutorial-Videos wird sein der Umgang in der Störungsbehebung mit Scriptloads. Wir freuen uns schon jetzt über das Feedback zu unserem ersten Review-Video. Wenn euch unsere Videos gefallen, gebt uns einen kurzen Daumen hoch, abonniert unseren YouTube-Channel und bis zum nächsten Mal. Stay safe.